Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von The Awesome Adventures of Captain Spirit. Das wird vielleicht die letzte Aufnahme, weil, wenn wir mal so gucken, wir haben nicht mehr viel zu tun. Wir müssen nur noch dieses Spiel spielen, das Mustard Party 2, und auf dem Planeten von Mantroid, und da könnten wir eigentlich schon hin. Aber ich will zwar jetzt dieses Spiel spielen hier. Und zwar, ich habe mich mal so ein bisschen informiert, und zwar soll man hier auf dem Handy das Wort Hotdog Man in Zahlen schreiben. Und Mist. I need a PIN code. What is Ja, it? hab mir auch gedacht, ich brauche kurz mein Handy, damit ich mir diese Zahlen angucken kann. Einen Moment. So, einen Moment. Ich nehme einmal hier mein Telefon. Telefon. Und auf das Numpad. So. Jetzt einmal wieder als Aufsetzer. So. Jetzt. Muss ich schauen. Wie wird denn das geschrieben? H ist 4. Wie wird nochmal geschrieben? Hotdog. Kann ich nicht. Mann, wie wird das nochmal geschrieben? Hotdog Man? Mist. Hotdog. Einen Moment. So, ist das der hier? 4298 3294? Ja! Hack any system. Ich bin so gut. Kann ich jetzt auch spielen? Let's start. Oh. Geile Mucke auf jeden Fall. Starten wir mal. Ich muss Atem ab. Geile Mucke. Okay, cool. Kann ich das mitnehmen? Now I'm on fire. Ja, Mann. Da. Hoch. Na. No. Scheiße. Ich muss den Heißrock knacken. Das ist meine Aufgabe. Aber die Mucke geht ab. Oh, man. Wirklich, wie kontrollieren wir von? Hallo? Jetzt? Ich will nicht hoffen, dass es nochmal passiert. Mann, das muss ja irgendwie möglich sein, hier dieses scheiß Spiel zu gewinnen. Muss über 256 war das? Oder sowas kommen? Das ist hoffentlich möglich. Und kann es sein, dass der Level immer gleich ist? Now I'm on fire. Ja, hab's gleich. Ich glaube, ich habe einen Highscore, oder? Ja, nur Highscore. I'm the hot dog master. Ja, Mann. Geil. So, aber ich versuche mal lange möglich durchzuhalten. Okay. Danke, 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 danke. Und hoch. Vielen Dank. Vielen Dank. Bam, 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 bam.
Bam. Nein. Scheiße. No. Aber 560 ist schon krass. Habe ich damit das geschafft? I would love to Jawohl. See Hot Dog Man team. Habe ich. Hier, also. Captain Spirit. Jo, wir schon. So. Ich liebe dich, Hot Dog Man. So. Geil. Dann kann ich mein Handy wieder ausmachen. Im Fall, dass es hier fett am Gehen. Um dich kümmern wir uns gleich. Ich fahre erstmal mit dem Auto, ne? Ich gönne mir erstmal ein Auto. So, wir gehen mal hier raus. Ach, können wir das hier? Kann ich, ja, überspringen. Das ist für mich wieder eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich hoffe, ich kann die Steuerung noch. Also, ich habe ja eigentlich alles hier geschafft. Da drin, da im Schuppen waren wir und haben miese Dinge herausgefunden. Aber jetzt haben wir hier das komplette Outfit und den Schlüssel. Aber ich frage mich immer noch, warum haben wir eine Zigarette? Brauchen wir nicht für irgendwas? Irgendwann? Aber ist auch egal. Wir fahren erstmal mit dem Kraftantrieb. Here I come, Mantroid. Come on, let's get going. This is Captain Spirit. You copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Emergency! SOS! Crash landing! Ah! Habe ich was kaputt gemacht? I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Oder hat irgendwas kaputt gemacht? Never mind. I landed safe. Time to explore! Okay, das sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. The sky is so dark. And the sky is so red. Like blood. No wonder Mantroid lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. Achso, ich darf wieder. Kann ich auch nicht wieder weg? What's that sound? Okay, ich gehe mal zur Straßenlaterne. Something is coming. Kann ich eigentlich schneller? Ich kann hier. Somebody. Ich kann hier nicht schneller laufen. Come to my planet. Jo, ich hatte Bock drauf. Mantroid, show yourself, you coward. Tut sich hier irgendwo etwas? Im Hintergrund irgendwo? Ich bin nur neugierig. Das werden wir sehen. Kann man das hier irgendwie beschleunigen? Was? Was ist unsere Schuld? Wie hat er mich genannt? This time, you won't get away from me. Alles klar, jetzt gibt's Kloppe. I don't have to get away, because I'm everywhere. Fight me instead of hiding.
Ich stehe auf dem Schild. Ah, ich wollte lesen, was auf dem Schild steht. Irgendwas mit Mantis Street? Oder sowas? Also eigentlich ist das ja wahr. Nicht sterben. Nein, es ist zu früh zu sterben. Mantis Street und Asteroid Doctor. Nee, DR? Keine Ahnung. Drive. Oh. War ich jetzt so langsam? Oder gehört das so? Ich tentiere zu letzterem. You will pay for what you did, Mantroid. I swear. Oh, das gehörte so. Oh ja, die Superaufgaben, die ich erledigt habe. So, ja, habe ich jetzt alle geschafft. Dann. Ja. Lege ich mal lieber schnell die Schlüssel wieder in die Schale. Und dann decken wir mal Vaters auf. So, Schlüsselchen war hier. So, Autoschlüssel ablegen. So. Nur was kann ich mit der Zigarette machen? Kann ich irgendwas machen? Warte mal, mir fällt gerade was ein. Ich kann hier doch noch irgendwie. Kann ich noch irgendwas zu essen machen? Jetzt zum Beispiel. Ich kann nichts mehr zu essen machen. Kann ich denn zumindest noch irgendwo anrufen? Da. Telefon benutzen. Kann ich da irgendjemand anrufen? Pizzeria? Ja, aber wir rufen mal bei der Pizzeria an. Pizza. Buongiorno. Bava's Pizzeria is closed, but if you can wait, our business hours are Tuesday through Sunday, 11 a.m. to 10 p.m. If you would like to leave a message for Augusto, please do so. Pizza? Ciao. Leck mich. Okay. Dann prüfen wir es anders. Vielleicht Reynolds? Oder was hieß? Wie hieß das? Reynolds? Die Reynolds anrufen. Ich wette, die sind auch nicht da. Come on. Na? Hello? Mrs. Reynolds? Hello? Okay. Darth Vader oder was? That was weird. Ja, dem kann ich nur zustimmen. So, dann können wir noch Vaters anrufen. Ich weiß gar nicht, warum ich das am Anfang nicht gemacht habe. Oh, stimmt ja. Ich glaube, das weckt ihn nicht auf. War aber ein Versuch wert. Gut, dann glaube ich, habe ich alles gemacht. Und dann gehe ich damit mal zu fahren.